Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde, hier zu unserem Team Trade des Tages von unserem Trader Floor in Frankfurt. Wie immer gibt es in dieser Sendung einen neuen Team Trade, den wir für euch researched haben, und natürlich gibt es einen Blick in unser Team Trade Konto, also was ist noch am Laufen, was ist am aussichtsreichsten gerade, und natürlich zu den abgeschlossenen Trades, wobei heute keiner zu den abgeschlossenen gehört, und der Daily Business der DAX, den gibt es auch gleich noch dazu. Und insofern werden wir natürlich keine große Zeit verlieren, gleich mal in die Charts hineingehen. Und Daily Business und aussichtsreichster DAX-Trade, den wir momentan haben, oder offener Trade, ist eben genau der von Lisa gestern. Wie man sieht, der ist sogar ein bisschen im Plus hier. Der DAX heute Morgen, man sieht es so ein bisschen unentschieden. In der Spitze war er bei knapp 15.280, wie gestern auch. Und unten war er eben auch mal bei unter 15.2, auch wie gestern. Also hat sich nicht so viel getan. Und ich rede hier eher von dem Nachmittag, weil ihr seht ja natürlich, war die Kerze gestern ein bisschen tiefer. Aber gestern Nachmittag hat sich das so ein bisschen eingependelt hier, so zwischen der 15.2 und 15.3. Und da sind wir nach wie vor auch immer noch. Wir haben eben den ZEW-Konjunkturindex bekommen. Der ist besser, deutlich besser ausgefallen als erwartet. Das hat so für einen kleinen Freudensprung im DAX gesorgt, aber wie gesagt, nur klein. Und das Ganze ist einfach jetzt so ein bisschen warten, natürlich auf diese zum einen geopolitischen Entwicklungen, die wir ja noch immer vom Beginn der letzten Woche haben und wo es natürlich immer noch keine Entwarnung gibt. Zum einen eben dieser Nahostkonflikt, zum anderen sowieso Russland, Ukraine. Dann haben wir aber zum anderen gestern auch wieder einen Terroranschlag gesehen in Brüssel, der eben auch für die Verunsicherung ein bisschen verantwortlich ist. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich weiter die Bilanzsaison, die hier mit, ein bisschen mit reinspielt. Ericsson hat heute Morgen Zahlen gebracht, -11% die Aktie. Dafür haben wir wiederum andere Aktien gehabt, die ein bisschen besser reportet haben, wie zum Beispiel Drägerwerk oder Atran, die allerdings natürlich mit dem DAX relativ wenig zu tun haben, die allerdings Prognoseanhebungen gemacht haben und somit hier dann auch wieder ein anderes Bild von den Unternehmen gezeichnet haben. Und es wird auch gleich noch ein bisschen interessanter werden, denn wir haben um die Mittagszeit dann Zahlen von Goldman Sachs, Johnson & Johnson und der Bank of America, also drei Unternehmen, die sicherlich auch, vor allem was den Dow Jones angeht, dann ein bisschen Einfluss auf den heutigen Tag nehmen werden. Also insofern bleibt es natürlich spannend und dann sowieso mit der Fortsetzung der Berichtssaison morgen mit Tesla und Netflix nachbörsig und SAP, was den DAX angeht. Und da dürfte es beim DAX sicherlich morgen dann durchaus etwas mehr Bewegung reinkommen, als wir die vielleicht jetzt heute sehen. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich Konjunkturdaten heute Nachmittag aus den USA, die Einzelhandelsumsätze im September. Wir haben die Auslastung, Industrie, Produktion und so weiter. Und dann haben wir noch den Hausmarktindex, also kleine Einflüsse. Wie sieht es mit unseren Team-Trades aus? Ich habe es ja gerade gesagt, den DAX, den haben wir hier im Plus. Wir haben noch vier weitere Trades laufen, nämlich Euro-Dollar, der ist auch leicht im Plus. Dann die AMD, Tesla und McDonald's, all diese Trades sind leicht im Minus. Tesla, da werden wir natürlich heute Nachmittag ganz besonders nochmal drauf schauen, weil eben morgen die Zahlen dazu kommen. Und zu all diesen Trades gibt es natürlich um 14.15 Uhr in unserer Sendung Team Trade des Tages Updates. Wir sind mit unserem Team Trade Konto rund 5% im Plus, knapp 500 Euro durch einen sehr guten Trade, den wir in der Nasdaq gemacht haben. Und insofern sind wir auf einem guten Weg, diesen Monat tatsächlich auch eine gute Rendite einzufahren, auch mit den bestehenden Positionen. Und ich habe es ja gerade gesagt, im DAX dann auch. Soweit erstmal zum Thema DAX und zu den laufenden Trades und zu dem, was uns dann am heutigen Tag noch erwartet. Jetzt kommen wir mal zum Team Trade des Tages. Das ist die Aktie von Palantir. Wir sehen, dass die Aktie hier schon mal eine sehr schöne Bewegung seit Anfang des Monats gemacht hat, von der Unterstützung um 14 Dollar hier hoch zu diesem Widerstand bei 17,80 Dollar. Jetzt ist es natürlich so, Palantir ist ja ein Spezialist im Softwarebereich, was die Datenanalyse angeht. Und da hat man zwei Programme, Softwareprogramme, die besonders erfolgreich sind. Zum einen das Programm Gotham, das im Antiterrorbereich eingesetzt wird. Also sehr aktuell gerade, das vor allem von den US-Behörden genutzt wird. Und dann
Foundry. Das wird eher von Hedgefonds, Banken und Finanzdienstleistern genutzt. Und da ist schon klar, wo momentan der Schwerpunkt bei der aktuellen Kursentwicklung liegt, nämlich natürlich bei der Terrorbekämpfung bzw. den Datenanalysen im Antiterrorbereich. Und das hat die Aktie trotzdem, wir sehen hier, letzte Woche deutlich nach oben gebracht infolge der Nachrichten aus Nahost. Hier gab es einen Anstieg eben von 16 auf knapp 18 Dollar, über 10%. Das ist jetzt in den vergangenen Tagen stärker konsolidiert worden, wie man sieht. Wir sind aktuell bei 17,30 Dollar, also ein bisschen ist wieder die Aktie zurückgekommen, so 4-5%. Damit ist allerdings der begründete Aufwärtstrend in der Aktie immer noch aktiv, den wir hier von 14 Dollar sehen. Und jetzt geht es einfach darum, wo könnte die Aktie natürlich hinlaufen, was sind die Kursziele? Ich habe hier zweimal angemarkert. Zum einen ist es der Bereich um 16 Dollar als weitere Konsolidierungsmöglichkeit. Das wären also so rund 6 weitere Prozent nach unten. Alternativ natürlich, dass die Aktie durch die aktuellen Entwicklungen möglicherweise noch mehr Bewegung reinbekommt Richtung Norden, nämlich hier in den nächsten Kursbereich, der sehr weit oben liegt. Das seht ihr selber hier bei 21,60 Dollar und natürlich vorher vorgeschaltet das Jahreshoch hier bei knapp 20 US-Dollar. Das wäre natürlich sehr viel Potenzial nach oben, ein klein wenig Potenzial noch nach unten. Es sind also zwei Optionen wie immer da und wir wollen natürlich dann heute Nachmittag in der Sendung diskutieren, was da am ehesten schlagend sein wird. Wir haben auch natürlich fundamental hier noch ein bisschen Rückenwind. Die US-Armee hat letzte Woche einen künstlichen Intelligenzauftrag von rund 250 Millionen US-Dollar im Volumen an Palantir vergeben. Also von der Seite, wie gesagt, ein bisschen Rückenwind, auch eben von den sonstigen fundamentalen Umständen. Bedeutet aber nicht, dass es nicht doch noch mal ein bisschen ausschweifender zu einer Konsolidierung kommen könnte diese Woche. Wir werden das natürlich besprechen, soweit für die Charts, um 14.15 Uhr im Team Trade des Tages. Da geht es natürlich darum, wie wollen wir uns hier positionieren, wie ist so der Zeitablauf und in welche Richtung erwarten wir die Aktie dann in unmittelbarer Zeitnähe sozusagen in den nächsten Tagen. Wo wird sie hinlaufen, besprechen wir natürlich nachher. Dann geht es natürlich nochmal um die laufenden Team Trades, die wir haben, auch den DAX, unser Daily Business, der ja auch ein Team Trade ist. Und insofern werden wir da natürlich noch mal ins Detail gehen heute Nachmittag. Auf jeden Fall dabei sein. Für euch heißt es registrieren, kostenfrei unter heavytraders.live oder in der mobilen App dann einfach hier die laufenden Trades auch schon mal begleiten und sich informieren, wie die am Laufen sind. Wir freuen uns auf euch. 14.15 Uhr, Team Trade des Tages. Ihr seid hoffentlich dabei und bis gleich.